Welt sagt mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main, im Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Lädchen. An einem fantastischen Tag. Und schaut, was ich euch mitgebracht habe, die 16052. Das ist das Urban Rail Car. Das ist eine kleine ferngesteuerte Stadtbahn. Richtig. 1500 Teile, 90 Euro. Moltking hatte einiges für uns zusammengepackt. Wir haben es live aufgebaut. Da konntet ihr den Entstehungsprozess mitverfolgen, was cool ist und was sehr interessant, ein bisschen merkwürdig hier an dem Ding ist, mit winzig, winzig, winzigen kleinen Wägelchen hier, was hier rumflitzt. Aber die Abenteuer starten mit einer sehr kleinen Box. Schauen wir die uns doch mal an. Designfrei wie bei Lego. Wir haben hier hinten so einen leichten Schatten, so eine Idee. Das ist auch das, was wir gerne in dem Set gesehen hätten von der Größe. Keine Beschwerde bei 90 Euro, aber trotzdem, ja, es wäre, ja, das wäre schon ein schickes Wägelchen gewesen. Und das sind ja auch so eine kleine Nichts, vor dem man sich fürchten müsste. Einfach nur nochmal Details verschiedener Art. Das ist ein Set aus der, irgendwo haben sie stehen, hier, Brixpert-Reihe. Das bedeutet, dass Moltking das entweder in-house designt hat oder den Designer mit an Bord geholt hat. Eins von beidem. Wir haben eine bedruckte Anleitung dabei. Dieses Set ist albern klein verpackt. Applaudiere Moltking auf jeden Fall für den Versuch, uns Händlern und auch Ihnen selbst in der Logistik irgendwie entgegenzukommen und auch bei uns in der Warenpräsentation im Laden möglichst kleine Kisten rauszubringen. Aber diese Kisten, wenn man die aufschneidet, explodieren fast. Ist unfassbar, was da alles rauskommt aus dieser winzig, winzigen Kiste. Ist absoluter Knüller. Ist so ein bisschen wie wenn ihr eine Matratze kauft, die eingerollt ist. Ihr schneidet die auf, könnt vergessen, die je wieder da reinzukriegen. So geht es euch auch bei diesen Kistchen hier. Und das alles kommt da raus. Ich bekomme es nicht alles ins Bild. Ich zeige euch das gleich in Abschnitten. Ich wollte aber nur mal, dass wir starten und ihr eine Idee bekommt von der gesamten Anlage. Wir lassen das alberne Wägelchen fahren und danach gehen wir auf die einzelnen Elemente ein. Oder dann haben wir doch auch direkt ein Highlight am Anfang. Wir haben hier drin, zeige ich euch gleich, eine Akkubox mit Motor inkludiert und wir haben natürlich eine kleine Fernsteuerung dabei. Das ist die Standard Moltking Fernsteuerung, die kennt ihr. Das ist das Wägelchen, das macht Lärm, ich sage es euch gleich, zeige ich euch auch gleich warum. Und wir lassen ihn einmal fahren, dann haben wir das Erlebnis gehabt und danach nehme ich das Ding hier auseinander, denn das hier zwischen sind einfach nur Schienenstrecke. Die hilft uns hier nicht. Also, Obacht, könnte lauter werden. Und poltert. Jetzt sind wir entlang. Hochgeschafft und um die Kurve rum. Fährt auch rückwärts. So, das ist das Erlebnis. Das macht man ein halbes Mal, würde ich sagen. Und dann ist es gut. Ich meine, es ist ulkig, weil es so klein ist, das Ding. Das hat eine Putzigkeit. Es hat die Zahnräder laufen natürlich in auf einer wesentlich kürzeren Strecke als außen. Das ist ein Problem. Dementsprechend knattert es und knarst. Es ist aber auch auf der Geraden nicht das coolste Geräusch der Welt. Das ist halt im Gegensatz dazu, wenn man die Eisenbahnen sich anschaut, wie die dann so entlang gleiten. Das ist natürlich ein ganz anderes System. Aber so, das ist die Erzählgeschichte. Der Akku kostet bei Lego schon mehr als das ganze Set. Aber auch wenn das eine Batteriebox wäre mit Motor und Fernbedienung, kostet bei Lego mehr als das ganze Set. Ich sehe das persönlich als absoluten Gag, dass das motorisiert ist, das Ding. Das war's. Ich hätte es an Moltkings Stelle nicht reingelegt. Machen wir es kurz. Ich hätte es nicht gemacht, weil man damit ja was aufgemacht hat, ein Fass quasi, was dann aber nicht gelöst worden ist, dann wäre das Ding teurer geworden. Und dann hätte ich gesagt, komm, mache ich das Ding doch ohne diesen ganzen RC-Schnickschnack und mache zwei Waggons draus und bin vielleicht bei 80 Euro. Und lass das fahren und alles sind happy. Und so hat man was sehr Cooles gemacht. Man hat sogar ferngesteuert, aber man ist so, und dann denke ich mir, weißt du, vom Zugang her, preis-leistungsmäßig ein Knaller, aber so, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Hier kommen zwei AAA-Batterien rein. Hier ist kein Akku. Das Ding läuft über Akku. USB geladen. Liegt natürlich bei. So, und jetzt nehme ich das Ding mal auseinander und dann können wir es uns Stück für Stück angucken. Wir haben ja jetzt hier den Fahreffekt gehabt und danach ist das gut. So, dann knüpfe ich mir das Ding nochmal hier vor. Moment, das ist miteinander verbunden. Dann knüpfe ich mir das hier vor. So, damit haben wir die Brücke schon mal gelöst. Das erleichtert für mich hier massiv die Arbeit. Dann nehmen wir das hier weg. So, das hier, ich lege es aus dem Weg, weil es, ich meine hier, das ist einfach so ein Schienensystem, ja.
Standardschienen hier mit Wellen drin und so weiter. Das ist alles lieb, Light Blue Gray, sieht alles gut aus, alles in Ordnung. Teilequalität ist hervorragend, das ist Mold King. Ja, also wirklich, das ist die neueste Generation von Gobrick-Steinen, die hier verbaut ist. Praktisch keine sichtbaren Angusspunkte, sehr gute Klemmkraft, keine Farbabweichungen. Ich weiß nicht, was man mehr verlangen könnte. Also das sind erstklassige Steine. Würden alle Anbieter diese Steine immer in allen Sets verwenden, dann hätten wir eine ganz andere Bausteinwelt, in der wir uns bewegen. Also das ist jetzt, und das ist jetzt die Sektion, das ist die Sektion, um die es geht. Natürlich sind diese Gleise großartig und es sind viele und hier ist ja noch eine komplette Gerade dabei. Die haben übrigens ein anderes Design als bei Lego, haben es auch in irgendeinem Zettel da erklärt. Hier sind natürlich noch die ganzen Geraden dabei, das ist toll. Das sind die Kurven und die Hui-Geschichten. Und ihr kauft, ich stelle es mal ein bisschen so, damit ihr mal ein bisschen was von der Masse seht, dann das hier noch dazu. Und das sind dann die 1500 Teile. Das sind nämlich keine kleinen Teile, die ihr kauft. Ganz und gar nicht. Es sind hier ein paar Blüten dabei. Das war's. Der Rest in diesem Set sind große Teile. Das sind nämlich 90 Euro und 90 Euro. Das sind zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe. Und wir gehen mal gemütlich durch. Fangen wir, oh, Mülltonne randaliert. Fangen wir doch mit dem kleinen Kerl hier an, weil der ist wirklich... Der ist putzig und dämlich zugleich. Also beides auf einmal. Das ist jetzt die Antriebs... Achso, warte mal. Kann ich euch doch noch zeigen. Das ist die Antriebsidee. Läuft so gut. Kein Problem, ja. Passt. Aber macht auf dem Ding halt Lärm wie Atze. Ja. Geht in beide Richtungen. Wunderbar. So. Wir haben hier, wie gesagt, die kleinen Zahnräder mit dem großen, auf der Rückseite die beiden dicken. Das sind tolle Zahnräder in Farben, die Lego einem auch nicht mehr ohne weiteres gibt. Das heißt, es ist sehr schön, wenn man da mal rankommt. Jetzt habe ich das ein bisschen auseinandergerobt. Egal, vorne haben wir die große Scheibe, kann man abnehmen. Und drin seht ihr dann den Akkublock, der jetzt wild blinkt, weil er unglücklich ist, weil ich ihm die die Fernbedienung geklaut habe. Warte mal, wir machen mal aus. Hey! Man muss 3 Sekunden, glaube ich, gedrückt halten, dann ist er aus. So, das ist der Block. Und das ist ein normaler Block, das kennt ihr hier mit den verschiedenen Anschlüssen. Aber es ist auch schon ein Motor mit drin. Da ist direkt eine Aufnahme. Und das ist natürlich ein Träumchen. Das heißt, ihr könnt super platzsparend das Ding in den Zug setzen. Wie das früher auch bei den Lego-Zügen war. Erinnert ihr euch noch an die Zeit, wo das so ein Block in der Mitte war? Und das ist jetzt so, da könnt ihr direkt die Achse drauf, reingesteckt, motorisiert. Los geht's. Also für einen ganz simplen Zug... Aber vor allem, wenn Kinder was motorisieren, wo nicht in groß noch irgendwas gemacht wird, einfach nur angesetzt, Fernbedienung, das Ding geht los. Ab dafür. Super, super simpel. Finde ich natürlich cool. Jetzt in der Konfiguration weiß ich nicht. Und das Ding sitzt, und das hier ist dann das Wägelchen, das ist die ganze Technik, die da drin steckt. Das sind die Zahnräder. Und das wird angetrieben. Und das war's. Und hier oben sitzt der Kollege drauf. Und dann wird hier gedreht. Das ist es. Und, Es funktioniert einwandfrei, aber ich meine, der Wagen ist, das ist jetzt der Wagen, den ich ja eben aus, das habe ich eben gerade ein bisschen auseinandergerupft, das ist der Wagen, den ihr am Anfang habt und den ich auch fahren ließ und das ist natürlich wirklich super winzig und sieht halt mehr aus wie so ein Smart oder so im Vergleich zu einem richtigen Auto dann, ja, so, kleines Ding. Also das weg, ich hätte wie gesagt ein niedrigeres Wägelchen bevorzugt, was dafür länger ist. So ein bisschen wie so eine Flughafenbahn. Sowas. Ja, so mit 2 Waggons und dann schiebe ich den selbst an. So. Jetzt haben wir hier, das ist für mich das Highlight natürlich des Sets. Wir haben hier unten 16x32er Platten und darunter liegen Bauplatten mit negativen Noppen, wie ihr eben gesehen habt. Und darauf wird dann hier dieses Gebilde befestigt. Das steht unter richtig Zug, weil wir hier das hier einspannen. Seht ihr auch das Ding will sogar ein bisschen theoretisch nach innen zueinander und dann strecken wir das hier. Wenn das eingebaut ist, geht, aber wenn man es nicht einbaut, seht ihr auch, dass es hier hinten jeweils ein Stück hochgeht. Die Platten selbst sind super plan, als wir sie ausgepackt hatten. 4 davon insgesamt im Set und das ist das System und ich finde, das ist richtig, richtig schön gemacht. Den habe ich ein bisschen gebogen hier, den Kollegen. Aber ich hätte hier gerne noch, das ist eine zweite Designsache neben dem Zug, der mich gestört hat, hier könnte man noch kleine Pins reinstecken,
auch hier in die leeren Liftarme noch. Und dann könnte man hier nochmal Fliesen gerne auch in dem Azur entlang legen, damit das abgeschlossen wird, weil so sieht man das hier, das sieht nicht schön aus. Nochmal bei 90 Euro finde ich nicht, dass ich etwas erwarten könnte, aber es wäre cool gewesen und es würde besser aussehen. Diese Konstruktion der Brücke allerdings ist sehr, sehr gelungen. Sehr gut, kann man, vielleicht ist das eine Inspiration nochmal für irgendwas. Man kann natürlich auch einfach eine Straße drüber ziehen. Extrem stabil, absolut tauglich, gutes Design. Das passt. Und absurd viele Teile. Und gescheit hier, das sind ja auch alles Zäune, die hier langlaufen. Hier unten nochmal die großen Bricks, die Round Bricks. Und alles wird praktisch ohne Angusspunkt gefertigt. Technikachsen passen super. In schwarz natürlich hier, keine roten Achsen hier reingepackt, sondern schwarze, damit es gut aussieht. Bis auf die blauen Pins hier drin, die gerne auch einfach weiß sein dürften, dann hätten wir das Problem auch gelöst. Bis auf das habe ich nichts an dem Ding auszusetzen. Sieht sehr gut aus. Und dann haben wir hier jetzt noch was für die, die gerne mit den Systemsteinen arbeiten wollen, haben wir hier noch unseren kleinen Bahnsteig. Das ist natürlich kein Bahnhof, das ist eine einfache, simple Haltestelle. Wir haben hier drüben die Treppe, die drumherum geht. Diese Rigid Hoses, die das sind, schneidet ihr euch auf Länge zu. Ihr bekommt lange reingelegt, ich glaube, das sind 19er Längen und die wollen das dann auf 16 Noppen gekürzt haben. Das hier oben ist eine 11er, die ihr euch zurechtschneidet. Hier oben sind dann natürlich ein paar Lämmchen. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Bahnsteig, auch wieder mit komplett gefliest, also zu Ende designt. Hat mir auch viel drüber gesprochen, dass das Ding mittig sitzt und das hier nicht. Das ist natürlich ein bisschen, das ist was, da das gucke ich auch an, denke mir, also wir müssten das doch hier irgendwie mit Jumperplates in die Mitte kriegen oder so. Hier hat es ja halt auch geklappt mit diesem, hier kommt ein Aufkleber drauf, nicht bedruckt. Das ist das, was mich hier an dem Ding am meisten stört. Ansonsten haben wir nur einen kleinen Hydranten, Deko noch an der Seite, paar Zäune. Wie gesagt, wir haben hier oben das Dach, das können wir einstellen natürlich, wie wir wollen. Ich habe jetzt dem Ding mal hier so ein bisschen Winkel gegeben. Könnte man natürlich schön machen, dass es auch alles glatt ist. Wir haben ein paar Blümchen dabei. Ansonsten ist es eine Technikkonstruktion, die auch wieder auf den zwei großen Platten steht. Und das passt. Hier hinten ist noch so ein kleines Häusi. Trafohäuschen mit Schloss davor, was auch immer da passiert. Und dann natürlich die Bricks auch halt. Den habe ich um eins verrutscht hier, den Kollegen. Der ist schief. Der ist schief. Warte. Das geht ja nicht. Ah, gleich viel besser. Der war einfach schief. Wie unglücklich. Jetzt die Frage, ob ich den auch noch eins nach hinten setze. Egal, aber er ist auf jeden Fall in sich nicht schief. Weil das geht ja nicht, wenn da so ein Knick drin ist. Genau, da kommen wir rum. Also wir haben sehr viele Technikelemente hier. Das sind ja auch alles Technik-Bricks. Einmal komplett durch, ebenso auf der Gegenseite. Und danach baut ihr oben nochmal den Bahnsteig drauf. Das sind graue Platten und obendrauf kommen dann nochmal durchgehend die Fliesen. Natürlich hier vorne auch dieser Markierungsstreifen noch dabei. Also an alles gedacht. Es ist tatsächlich üppig dabei. Alles fein. Hier oben auch noch ein bisschen Deko reingezerrt, warum auch immer. Was ich noch zum Abrunden gerne hätte, wären wie gesagt 2-3 Prints. Das hätte ich sehr, sehr cool gefunden. Und wenn man möchte, eine Integration in seine Stadt. Denn wenn man das Ding jetzt hier so stehen hat und hier fährt dann die Bahn, ist halt natürlich erstmal nichts. Also das wäre dann natürlich hier dran, dass hier irgendwie Treppen sind oder ein Abgang oder ja, zu was auch immer. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob da, also als Standalone finde ich, taugt es nicht. Das ist ja jetzt kein Designstück. Man integriert das. Ich finde auch allein durch diese Brücke bietet sich das massiv an, dass man das Ding integriert in irgendeine Art von netter kleiner Stadt, die man hat oder dass man natürlich es bespielt. Dafür eignet sich es natürlich massiv. Wir haben keine Sachen, die irgendwie wackelig sind, die auseinanderfallen können. Das Ding kann man rumtragen, wo man möchte. Und dann kann man hier die Wägelchen nehmen. Natürlich kann man die kleinen, diese Formteile, die Lego hat, als Cards, die man hier draufklickt und die dann rumfahren. Man kann natürlich aber auch sich nette Cards selbst bauen, ist vielleicht ein bisschen witziger. Und dann steckt man das an, es ist natürlich zu der Weltraumachterbahn kompatibel, genauso wie auch zu der alten Piratenachterbahn und lässt das fahren. Oder ihr habt sogar vielleicht das große Ungetüm da, den Loop Coaster oder irgendwas in dieser Richtung, falls ihr da Spaß habt. Und erweitert es einfach damit und es ist halt ein absoluter Preisbrecher, auch schon ohne die Motorisierung. Ist das ein Riesendeal, das Ding? Ja, erstklassige große Teile, wahnsinnig viele von den Schienen für 90 Euro. Und dann habt ihr noch das hier dabei. Ich glaube, es ist ein nettes Teil.
Vor allem, wie gesagt, wenn man Platz sparen, simpel, klein in Zug bauen möchte, ist das sehr, sehr nett. Ich könnte es mir auch vorstellen in der Windmühle oder irgend sowas. Ich meine, simpler kann man die nicht antreiben. Man hat die vier Anschlussmöglichkeiten obendrauf noch und man hat die Fernbedienung dazu. Also ganz ehrlich. Das läuft für mich. Ich hätte, ja, also hierauf hätte ich verzichtet. Machen wir es kurz. Ich finde die Idee nett. Wir hatten auch im Livestream darüber gesprochen, man könnte natürlich auch, bin ich auch doof, man könnte natürlich eine Schwebebahn draus, also eine Hängebahn draus machen. Ja? Also, dass man das einfädelt und die so rumläuft und nach unten gebaut ist. Also, sozusagen. Das könnte natürlich ganz cool aussehen. Netter als das, geht mit dem Konzept natürlich genauso. Das ist keine Frage. Das hier übrigens, ich hatte es nicht wirklich erwähnt, das sind kleine Achsstopper und auf die werden diese Mini-Reifen draufgesetzt. Und oben dann mit einem Zahnrad abgeschlossen. Also das ist die Konstruktion, wie man hier diesen Abstand gewinnt, damit es durch die Schiene gleitet. Also falls es mal irgendwo hakt, liegt es wahrscheinlich daran, dass irgendwie sich ein Reifen verschoben hat. Aber das ist das Konzept. Ja. Also ich glaube, es ist für mich ein Spielset. Und damit ergibt das Sinn. Für sich allein zum Hinstellen fände ich es jetzt nicht geeignet. Dann wäre nur der Preis das Top-Argument. Und das finde ich ein bisschen zu schade eigentlich. Dafür ist das Set auch zu gut. Der hier ist, ja, das brauche ich nicht. Der Rest hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vor allem die Brücke, die Konstruktion. Das Highlight für mich jetzt von der Art her. Und das hier ist, denke ich, nett zum Bespielen. Ein paar Jumperplates noch, möglicherweise. Aber Figuren sind selbstverständlich nicht dabei. Es ist ja ein Mode King Set, nicht wahr? Richtig. So ist es. Ich hoffe, es hat euch interessiert. Wir haben ein paar davon im Laden. Ich stelle es auch, denke ich, jetzt mal rüber. Ich werde es nicht gleich verkaufen, glaube ich, sondern wir gucken es uns erstmal ein bisschen an, zumindest zwei, drei Teile. Sehr viele werden interessiert sein hier an der Konstruktion, was hier so los ist, damit man es einschätzen kann, bevor man es kauft. Und alle anderen, die nicht zum Laden kommen, denen habe ich hoffentlich ein klein wenig hier in dem Video geholfen. So ist es. Habt eine großartige Zeit, nette Leute um euch und bis bald.